Einen wunderschönen guten Morgen am Mittwoch. Patch Day schon wieder. Ja, und heute starte ich mal ganz schnell hier in der Garni. Gehört jetzt nicht so zum Thema Auktionshaus Trading An- und Verkauf, aber wollte ich euch trotzdem kurz zeigen. Hier sind heute auch wieder 2600 Gold drin und das freut mich natürlich, weil ich ja im Moment ein bisschen knapp bei Kasse bin. Und deswegen bin ich natürlich froh über jedes Gold, was da irgendwie so rumkommt, ja, was ich wieder zum Investieren habe für meine anderen vier Chars, die An- und Verkauf machen. So, und hier habe ich jetzt, ja, ein bisschen was verkauft, ja, in der Garnison, jeden Tag einfach abfarmen, Kräuter und Erze und so. Habe noch ein bisschen was zum Einstellen, habe ich gestern nicht eingestellt, die Kräuter und die Erze, weil die gestern relativ billig waren. Da dachte ich mir, warte ich einfach und schau mal, ob es heute besser ist. Und ich hatte hier gestern wieder was, ja. Man farmt hier in der Garnison Gold mit, indem man halt einfach die Garni abfarmt, die Mine und den Kräutergarten. Und diese Missionen halt auch macht. Und da ist ab und zu auch mal echt was Schönes drin, was man gut verkaufen kann. Wie hier dieses Medaillon der Legion sich verkauft hat für 2,5k. Und das ist natürlich mega gut, ja. Also hier ist der Preis, wie er im Auktionshaus drin war. Medaillon der Legion kriegt man ja ab und zu. Da kriegt man dann Ruf bei den ganzen Fraktionen hier aus dieser Erweiterung, okay? Also hier ist auch ab und zu mal was Gutes bei den Missionen dabei. Das wollte ich euch jetzt mal ganz schnell zeigen, ja. Und mal ganz kurz hier die Sachen ins Auktionshaus direkt wieder reinstellen. Also jeder Cent zählt im Moment, jedes Kupferstück. Und nehmen wir das Gold raus, weil dieser Char hier, der hat halt auch immer ein bisschen was und der kann das dann einfach an den anderen vier Chars das Gold abgeben, weil der Char hier in der Garnison Gold zu farmen, der braucht halt überhaupt kein Invest, also der kauft nichts raus, ja, sondern der sammelt hier nur Sachen und verkauft sie. Demzufolge kann der einfach das ganze Gold, was der macht, dann abgeben. Ja, ich stelle jetzt nur mal schnell die Sachen hier ein, auch wenn es jetzt eigentlich mit unserem Hauptthema hier nichts zu tun hat. Wenn euch die Garni interessiert und da Gold zu farmen, dann schaut hier einfach, ich habe eine extra Playlist dafür. Und da gibt es dann das Zeug auch ausführlich. Jetzt schaut der Preis hier wieder besser aus, das passt doch. Dann könnt ihr euch da umschauen. Die Playlist heißt Gold Farmen mit der Garnison, okay? Also hier stelle ich nur mal schnell das Zeug alles rein, weil, wie gesagt, jedes Kupferstück zählt im Moment. Okay, das ist mir jetzt zu billig, da warte ich jetzt mal ein bisschen, das ist sowieso immer billig. So, und das Beste sind hier halt diese Pads, ja, die man hier in der Garni bekommen kann, beziehungsweise rundum, was es mit der Garni halt zu tun hat. Wie man diese Pads bekommt, das findet ihr auch in dieser Playlist, die ich euch gerade gesagt habe. Schaut da einfach auf meinem Kanal und findet ihr das bestimmt. Hier kommt ab und zu auch mal gut was rum. Also diese Pads hier, die verkaufen sich nicht täglich, ja, aber immer mal ist was dabei, was sich halt einfach verkauft hat. Und dann habe ich auch wieder ein paar Tausend hier im Briefkasten. Und das kann ich im Moment natürlich sehr gut brauchen. Ihr kennt ja die Lage gerade, ja, wie es so ausschaut. Mit dem An- und Verkauf. So, später werde ich hier noch alles abfarmen und meine Anhänger halt immer wieder neu losschicken. Wie ihr gesehen habt, ist da auch immer mal was ganz Gutes drin. Und jetzt gehen wir aber weiter und schauen uns diese ganzen Chars an, die, um die es ja eigentlich geht. Wir fangen hier wieder mit meinem Haupttrader an. Ja, da habe ich vorhin schon was Interessantes gesehen. Ich hoffe, das ist jetzt noch so. Ja, ich war mal kurz um 8 oder so schon mal online, habe mal ganz kurz abgecheckt, wie die Lage ist. Und hier habe ich was Interessantes schon gesehen und ich hoffe, das haben wir jetzt noch den Fall. Also schaut mal hier. Hier habe ich halt gestern immer wieder ein bisschen was eingestellt. Ja, Side-Items hauptsächlich, wie ihr seht. Dunkelmut, Feuerwasser ist im Moment kaufen angesagt. Ja, Automatikkammer, kerngeschmiedete Reparatur, haben wir spektraler Grog verkaufen. Nimm mal die abgelaufenen Sachen raus, dann sehen wir es besser.
So, also hier habe ich gestern wieder Dunkelmond Feuerwasser eingekauft unter 400 g und verkauft habe ich es ja zwischen 600 und über 1000 Gold das Stück. Also das ist sehr lukrativ. Diese Woche können wir das noch einkaufen. Der Dunkelmond-Jahrmarkt endet, glaube ich, am Sonntag und dann steigen die Preise wieder an und dann können wir verkaufen. Also hier müssen wir so viel wie möglich einkaufen im Moment. Ah ja, und dann hier ein Fass Bier habe ich gekauft. Jetzt habe ich das verpeilt. Das war nämlich gestern drin, gestern Abend mal für 500 Gold. Ich habe eins nur gekauft, ja, weil im Moment bin ich ja ein bisschen vorsichtig mit Investitionen, wo ich jetzt so genau weiß, ob da der Preis jetzt mal aufgeht am Mittwoch, Donnerstag oder halt auch Sonntag oder nicht oder wann auch immer. Ja, im Moment ist es ja ein bisschen durcheinander hier mit den Tagen, wo die Preise gut sind. Und dann gucke ich vorhin rein und das Ding ist auf 1299 Gold. Hier sitzt es hier in dem Kasten. Ich hoffe, es ist noch so. Ja, das wäre natürlich mega. Da hätte ich ja das Doppelte dann rausgeholt mit dem Item. So, und Spektrale Grog verkauft. Side-Items mehr ging in der letzten Zeit nicht, außer Side-Items zu verkaufen. Hier auf dieser Qualitätsstufe Gold, ja. Nehmen wir das raus und dann schauen wir. Ich hoffe so sehr, der Preis ist noch. Ja, Gott sei Dank. Oh mein Gott, schaut euch das an. Für 500 Gold rausgekauft. Oh, hätte ich nur mehr kaufen können gestern. Ja, zwei wenigstens. Nun gut, ich habe wenigstens eins. Deswegen sage ich immer, schaut, dass ihr wenigstens eins von jedem Item habt, weil wenn die Preise hochgehen, dass ihr einfach dabei sein könnt. Und ich bin dabei, wenn auch nur mit einem einzigen Stück, aber besser als nichts. Hier habe ich schon ein paar Dunkelmond Feuerwasser wieder ergattert. Jetzt ist es wieder ein bisschen teurer auf über 400. Also ich würde es für unter 400 kaufen, weil es hat immer mal den Preis für unter 400, ja, schauen wir mal hier in die Preisentwicklung. Also gestern und am Montag, Sonntag hat der Dunkelmond-Jahrmarkt angefangen, ja. Wartet einfach, bis es unter 400 ist oder hast du knapp um die 400 rum, dann habt ihr einen guten Preis. Deckt euch diese Woche ein und am Sonntag ist das Event wieder vorbei. Für 2 Wochen, glaube ich, ist es immer, dass dann Pause ist und da steigen die Preise wieder und wir können es wieder verkaufen. So, ja, heute ist Mittwoch. Also am Mittwoch ist es halt regulär so, dass am Mittwoch früh die Preise teilweise noch niedrig sein können, sodass wir am Mittwoch früh Vormittag noch einkaufen können und die Preise steigen regulär. Ich sage extra regulär, warum sage ich gleich dazu? Mittwochnachmittag und vor allem Abend an, wenn halt diese Raid-Zeit ist. Ja, also die Verkäufe laufen regulär am besten kurz bevor die Raids anfangen und es ist halt hier so, ab 18 Uhr geht's los und gerade am Mittwoch, ja, alle ID wieder fresh und so. Jetzt in der letzten Zeit hat sich das zumindest auf dieser goldenen Qualitätsstufe hier, ja, mit den Gold-Items ein bisschen verschoben. Da ging ja nicht viel, das wissen wir ja, ne? Und die Preise hier bei den Flasks sind ja immer noch niedrig, wobei ich jetzt schon langsam sehe, dass der Preisverfall sich ein bisschen verlangsamt, ja. Hier seht ihr es. Also wenn wir mal schauen, hier die Preise, ne? Hier habe ich noch eingekauft, die Flask hier für 4, Moment, 4, was habe ich jetzt hier? Vielseitigkeit. Ja, da war ich schon gut dabei. Mit 4,0 habe ich eingekauft vor einiger Zeit. Sind die Preise ja immer weiter gesunken. Das wissen wir ja schon. Und jetzt schaut mal. Jetzt sehen wir, das ist langsam. Ja, hier waren wir am Tiefpunkt gestern. Langsam haben wir den Fall, dass es sich ein bisschen einpendelt. Also das habe ich ja gesagt. Ja, das wird sich einpendeln. Wie weit es jetzt raufgeht. Und wann es wirklich schön drauf geht, ich weiß es nicht. Möglich, dass es heute Abend schon wieder ein bisschen schön drauf geht, ja. Aber wissen kann man es nicht. Ich würde hier einfach mal beobachten und abwarten. Dann, ja, bei den Flask ist jedenfalls hier noch nichts zu machen. Was haben wir denn noch? Schauen wir mal, Dealfinder. Der Dealfinder sagt hier, ein paar Buff-Foods sind im Angebot. Also das haben wir auch schon festgestellt, dass hier die Gruppen-Buff-Foods im Preis sinken. Ja, der Sushi-Teller ist auch mega günstig mit 810. Festmahl hier, beide auch ziemlich günstig. Ja, vor allem hier 890, das habe ich gekauft für 1000 ungefähr. Also alles ziemlich billig. Hier die Mitternachtsmaskerade ist aber ein bisschen teurer.
als regulär. Ja, das habe ich mal für 3,50 ungefähr eingekauft. Die kann aber auch mega ansteigen, teilweise. Schauen wir uns mal ganz kurz Preisverlauf an. Also in letzter Zeit stagnieren hier auch die Preise. Ja, auch hier hat man einen Preisanstieg erst, dann wieder einen Rückgang und jetzt stabilisiert sich so langsam. Also ich würde hier jetzt noch nichts kaufen, ehrlich gesagt, weil, also wenn ich jetzt viel Gold übrig hätte, dann ja, aber ich habe nicht viel Gold übrig, deswegen ich halte mal hier den Ball flach und beobachte das Ganze noch eine Weile. Dann haben wir noch hier im Deal verändertes herzhafte Imbiss mal auf 300. Das ist tatsächlich günstig, ja. Ich habe das für 380 ungefähr eingekauft. Auch schon mal ein bisschen teurer noch. Wo haben wir das jetzt wieder? Das finde ich immer nicht. Da. Ja. Also hier ist tatsächlich günstig heute für 300. Ja. Ich muss wirklich auf mein Gold schauen. Ich habe nichts mehr übrig. Ich muss gut überlegen, für was ich das Gold im Moment ausgebe. Und da gebe ich es natürlich nicht für Items jetzt aus, wenn ich nicht viel habe, wo ich denke, ja, vielleicht geht da was, sondern ich gebe es für die aus, wo ich sicher weiß, dass was geht. Das heißt, ich hebe die im Moment für die Dunkelmondfeuerwasser mein Geld auf, weil da weiß ich sicher, dass ich nächste Woche dann einen Preisanstieg habe. Ja, also mache ich jetzt hier keine Experimente, aber hier wäre noch Gold übrig hat, ja. Ja, würde ich mir für 300 mal ein paar holen, aber auch hier würde ich nicht so arg viele holen, weil wir nicht wissen, wie es weitergeht hier mit den Preisen. Ich würde halt mal so 3 bis 5 Stück nehmen. Ich meine, ich habe ja auch noch welche, wie ihr seht, ja. Gut, beim gemäßigten Trank zum Beispiel, da kann ich auch schon sehen, dass die Preise langsam wieder ein bisschen ansteigen. Der war jetzt auch schon mal wieder auf 500. Ja, seht ihr? Also hier so ganz langsam kommen wir zu einem Ende mit diesem Preisabfall. Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Ich bin noch lange nicht in der Lage, da was zu verkaufen, weil ich habe dieses Item eingekauft für 1200 Gold. Ja, also entweder geht es noch mal richtig schön rauf, dann habe ich Glück und kann verkaufen. Oder ich muss halt dann, wenn wieder Cash mehr da ist, zusehen, dass ich meine Einkaufspreise nach und nach runterdrücke, was gar nicht so einfach wird bei der Anzahl an Items, die ich halt habe hier, ja, also an Stückzahl von diesem Item. Ja, gut, hier gefüllte Hullenpaprika, die steigt immer noch weiter im Preis. Das ist echt erstaunlich, muss ich sagen, wie krass das Ding angestiegen ist und man seit Ewigkeiten nichts mehr nachkaufen konnte. Dann die Rune, die war vor kurzem auch wieder über 2000, ja. Das hat sie nicht mit aufgenommen in der Preisentwicklung. Also hier haben wir immer noch einen Preisanstieg. Ich habe sie für über 2000 gesehen. Ich weiß nicht mehr, ob es heute früh oder gestern Abend war. Ja, wenn hier ein Schnäppchen drin ist, würde ich auch mal was rauskaufen. Aber im Moment sehe ich hier nur Preisanstieg. Und ansonsten hier die Vantus-Rune, die sinkt immer noch. Ja, also hier habe ich überhaupt keinen Auftrag. 30 Stück gekauft für 4,6K. Hurra, hurra. Geld, Gold gefriest. Naja, ansonsten, was haben wir noch so? Hier mein Feuerwasser, mein Dings. Ja, Fassbier. Bitte kauft's jemand. Echt, bitte kauft's jemand. Ja. Was sehe ich sonst noch so? Also, der Rest ist irgendwie nichts Interessantes. Das meiste, was noch interessant ist, der Automatikhammer, der gammelt jetzt auch wenigstens so rum auf 119. Ich habe nur noch 19 Stück, deswegen werde ich nur noch für über 200 verkaufen, bis ich wieder ein bisschen Nachschub einkaufen kann, ja. Also der hat wirklich auch eine schöne Preisentwicklung, wie man sieht. Und heute am Mittwoch auch wieder ein bisschen oben. Mal schauen, wie es heute Abend ausschaut. Teilweise ist ja sogar Donnerstag im Moment besser. Und teilweise ja sogar am Wochenende Samstag und Sonntag, ja. Interessanterweise. Nun gut. Ja, was auch noch schön ist heute, ist der spektrale Grog. Ist immer noch teuer auf 269. Also das ist auch mega gut. Da stelle ich selbstverständlich ein. Hier kommt ja im Moment hauptsächlich mein Gold rein, ja, mit dem spektralen Grog Side-Item. Dann haben wir noch den Reparaturhammer, der ist jetzt auch wieder auf 17. Das ist auch wunderbar. Der war auch jetzt in der Zwischenzeit mal wieder auf 10 und 9 unten. Ja, da hatte ich euch ja gestern schon gesagt, den könnt ihr einkaufen, wenn der, ja, hier gestern auf 10, Montag auf 8, wenn der so um die 10
kostet, dann kauft das ein. Das geht echt immer mal richtig schön rauf. Also jetzt halt auf 17 ist es nicht der Hit, aber passt schon. Ne, im Moment müssen wir nehmen, was wir kriegen können. Da stelle ich natürlich auch ein paar ein. Was haben wir noch? Schlummerseelenserum. Das ist teuer. 428, da ist der Preis schon angestiegen. Da habe ich noch drei Stück übrig. Ja, hier haben wir schon den Preisanstieg. Da würde ich jetzt nochmal ganz kurz gucken, für wie viel ich die letzten paar eingekauft habe, weil ich glaube, die habe ich hier ein bisschen teurer einkaufen müssen. Mein Durchschnittseinkaufspreis liegt noch unter 200 G, aber ich habe ein paar teure gekauft. Für 324, ja, okay, das passt, ja, da kann ich trotzdem jetzt einstellen. Da habe ich schon einen schönen Gewinn. Leider nur noch drei Stück da, aber okay, das heißt nichts, ne? Ja, so schaut's aus, das war's. Mehr kann ich jetzt hier nicht interessante Sachen entdecken. Die Devise für heute ist jetzt heute früh Vormittag noch gucken, ob man noch ein bisschen was günstig einkaufen könnte. Ja, immer mal schauen hier. Die Vantusrune schon möglich, dass sie heute Abend dann doch mal noch ein bisschen ansteigt. Also ich würde es zumindest hoffen, dass alles mal wieder ein bisschen hier zur Normalität zurückkehrt, ja, und wir schöne Preisanstiege am Mittwochabend und Donnerstagabend haben. Wenn ihr es wagen wollt, also ich habe ja noch welche, hätte ich jetzt gar keine, dann würde ich auch mal eine kaufen. Ja, ich könnte nicht mal eine kaufen, ja. Aber hätte ich halt Gold übrig, würde ich mal so drei Stück oder maximal fünf kaufen, dass das jetzt ganz unter 3K nochmal runter sinkt, ja, vielleicht mal kurz, aber nicht dauerhaft, glaube ich. Ja, also ich denke schon, wenn man jetzt einkaufen würde, könnte man sich schon mit ein bisschen Gewinn wenigstens wieder verkaufen. Die hier, die geht mit Sicherheit hoch heute oder morgen. Also da bin ich mir ganz sicher, ja, weil die ist ja, steigt ja schon die ganze Zeit. Okay, das war's. Mehr kann ich hier nicht machen. Ich schaue noch einmal, ob ich irgendwie irgendwo was nachlegen muss, bevor ich auslogge, ja, damit schön hier alles drin ist und meine Sachen ganz oben stehen. Bevor ich jetzt umlogge auf dem anderen Char, was war es jetzt noch, was ich eingestellt habe? Schlummerseelenserum und Fassbier, da habe ich keins mehr. Schlummerseelenserum habe ich noch eins. So, das war's. Mehr kann ich nicht machen. Und ich logge um auf den nächsten Char. So, das müssen wir wahrscheinlich noch aufschreiben. Ja, das Schlummerseelenserum ist heute teuer. Schlummerseelenserum und das Fassbier, das ist auch teuer. Wie viel war jetzt das Fassbier auf 1200, ja? Also das ist schon krass. Mein Durchschnittseinkaufspreis liegt ja unter 400. Fassbier und Schlummerseelenserum. Gut, der nächste Char hier. Todesritter mit den Handwerkswaren und den Verträgen auf der Qualitätsstufe Gold. Ja, ich konnte leider gestern hier keine Verträge mehr kaufen. Die Preise sind nicht mehr runtergegangen. Ja, die sind ja am Sonntag diesmal schon angestiegen und nicht mehr runtergegangen. Ich habe es verpasst einzukaufen. Ich hätte am Samstag kaufen sollen. Da waren sie relativ günstig. Deswegen konnte ich jetzt dann nichts nachkaufen. Ich habe vorhin schon mal kurz geguckt. Der Preis für die Verträge ist heute wieder angestiegen. Natürlich, ja, also das haben wir immer so. Hier habe ich gestern noch ein bisschen Bafo-Joss gekauft. Das war's. Verkauft habe ich gestern nichts. Handwerkswaren sind einfach billig alle. Das konnte man gestern hier nichts verkaufen, ja. Außer man hätte noch Verträge gehabt, aber ich hatte keinen. Oh Gott. Hier Arati auf 13K. Vorhin war es noch auf 11, also es stieg sogar noch an. Hier Konvent der Tiefen. Da hatte ich ja eben noch einen übrig von der letzten ID, den ich für 5,7 gekauft habe. Der ist heute gar nicht mal so schön angestiegen. Auch der hier nicht, die durchtrennten Fäden sind auch nicht schön angestiegen. Die Preise hatten wir halt gestern schon so ungefähr, ja. Wir können hier auch mal im Preisverlauf, aber das können wir nur bei dem nachschauen, weil von den anderen habe ich nichts. Das ist. War gestern ungefähr genauso. Ja, also ihr seht hier,
Am Freitag war es günstig, am Samstag war es günstig. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass wir einen Anstieg am Sonntag haben. Ich dachte, ich kann schön am Montag und am Dienstag einkaufen, so wie letzte ID. Dann kam aber schon am Sonntag hier der Preisanstieg und dann ging das jetzt nimmer runter. Ja, so ein bisschen. Aber die Zeit ist zu kurz, dann zum Mittwoch. Da geht es nicht so viel runter so schnell. Also habe ich leider nichts nachkaufen können. Tja. Arati wäre jetzt natürlich toll, wenn man hätte, aber nun gut, der war nämlich auch für 6 oder 7K oder so drin. Pech gehabt, ja. Schauen wir hier mal, ob wir hier irgendwas Tolles sehen. Im Dealfinder ist schon mal nichts. Hier diesen Eintopf habe ich gestern ein paar nachgekauft für unter 200. Ja, da habe ich noch keinen schönen Preis. Jetzt Bismut ist immer noch billig. Das Ding, da habe ich keins nachkaufen können, das ist recht teuer. Eisenklauen Erz ist auch immer noch ein bisschen unterm Preis. Der ist der Preis eigentlich der reguläre 33 Gold. Dann haben wir hier dieses Buffon. Ja, da habe ich noch einen ziemlich hohen Einkaufspreis. Den schaue ich mal kurz nach und guck mal, ob ich den mittlerweile schon gesenkt habe. Weil da war ich nämlich bei über. Ach, meine Güte. Bei über 500, ja, schauen wir mal. Nee, ich bin immer noch über 500, nützt nichts. Kann man nichts machen. Hier könnte ich nur nachkaufen, um die Preise zu drücken, aber ich habe kein Gold dafür übrig. So, der glänzende Kristall. Der ist es auch wieder ein ganz klein wenig angestiegen im Preis. Ja, wie man sieht. Gestern war es sogar noch besser. Ein bisschen muss er aber noch steigen, bevor ich da verkaufen kann. Mein Preis ist hier 814. 813, okay. Ein Gold weniger, naja. Okay, also da kann ich jetzt auch nichts machen. Ja, da muss ich noch abwarten. Ich hoffe, der steigt jetzt echt mal wieder an. Dann haben wir dieses Buffo, das ist auch sehr günstig. Da habe ich auch immer mal ein bisschen was nachgekauft. Und heute auch günstig drin. 336 ist hier mein Preis. Ein bisschen noch, ja, dann könnte ich schon wieder, naja, ein bisschen noch nicht. Hier, ich habe die 2 für eine 3 gelesen. Naja, okay. Also ist günstig, kann man einkaufen, aber wie gesagt, keine Ahnung, ob sich's verkauft. Hier auch günstig, günstig, ja, hier haben wir das tolle Schnäppchenspiel drin. Super, hurra, hurra, hurra. Sehr günstig, ja. 32 ist Normalpreis. Mykoprachtrisotto ist auch ein bisschen günstig heute, aber nicht extrem günstig. Das ist so mittendrin, ja. Einkaufspreis 100 Gold, Verkaufspreis an die 200. Dann dieses Ding, das ist auch super günstig. Das habe ich für 400 auch eingekauft. Also hier geht auch nichts. Ich hoffe halt wirklich, heute Abend geht da mal was. Der Null Lotus, der ist auch auf so einem mittleren Preisniveau gerade. Ich habe gekauft für 212. Kann man auch für knapp an die 300 verkaufen, habe ich alles schon weg. Nullstein, der steigt gerade wieder ein bisschen an, wenn ich mich nicht täusche. Also ist der Null Lotus. Nullsteine habe ich noch, genau. Der war nämlich, der ist auch richtig hier abgesunken. Jetzt ein klein wenig steigt er wieder, ja. Ich habe den halt für 4,5 eingekauft und dachte noch, ich mache ein gutes Geschäft, weil. Ja, davor hatte ich den schön verkauft für 5,6K, aber nun gut. Müssen wir abwarten. Da liegt halt jetzt auch ganz viel Gold drin, ja. Was gefriest ist bei mir. So, der Rest, der schimmernde Splitter ist auch sehr günstig auf 211. Da schaue ich auch mal ganz kurz. Was habe ich da für einen Einkaufspreis? 294. Ja, hier könnte ich jetzt auch mal, ich würde hier mal 2 kaufen, ja. In der Hoffnung, der geht auch wieder rauf. Der sonnenlose Panzer. Der ist auch extrem im Preis gefallen. Sonnenloser Panzer. Schauen wir uns auch mal, wo ist denn der jetzt? Also, seht ihr, also das ist schon krass, ganz ehrlich. Ich habe den für knapp 800 im Schnitt gekauft. Ja, habe auch relativ viele und für über 1000 verkauft. Und jetzt sind wir hier auf unter 300 runter. Ja, kann man also auch nichts machen. Sturmstau ist auch recht günstig auf 159. Da gucke ich auch mal bei mir. Sturmstaub. Für 253 eingekauft. Da würde ich mir auch mal 3 Stück. 3 Stück nehme ich mal, weil das ist ein ganz guter Preis.
So, und die Verträge, die haben wir uns gerade schon angeschaut. Ja, also bei den beiden ist kein großartiger Preisanstieg im Vergleich zu gestern, weil wir den Anstieg ja komplett bei alle Verträge am Sonntag schon hatten. Also hier ist nichts. Hier ist ein kleiner Anstieg, ich glaube 2K oder so oder 1K, ich weiß nicht mehr genau. Hier haben wir den größten Anstieg, das war auch gestern jetzt ziemlich weit unten auf 7 oder 8 oder sowas. Ja, also hier haben wir den größten Anstieg. Ihr seht, die Verträge steigen wieder an am Mittwoch, aber diesmal nicht so toll, weil das schon am Sonntag eben der Fall war. Ja, okay, also hier seht, hier kann man auch nicht so arg viel machen. Verkaufen kann ich gerade überhaupt nichts, weil alles unter meinen Einkaufspreisen liegt oder halt nicht weit genug drüber. Ja, das war's. Hier kann man nichts machen weiter. Ich nehme noch die eingekauften Sachen schnell raus und dann gehen wir auf den nächsten Char mit den Handwerkswaren und Buff-Items wie Flask und so auf Silber. So ein bisschen was eingekauft, das nehmen wir raus und dann logge ich gleich mal um. Ja, nächster Char. So. Ja, mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich hier gestern habe ich hier was gekauft noch. Ich glaube, ein paar Verträge habe ich noch rausgekauft. Bin mir aber nicht mehr sicher. Schauen wir mal. Gucken wir erst einmal im Briefkasten rein. Oh, ja, mit dem Todesritter habe ich jetzt. Hatte ich jetzt mit dem Todesritter Gold drin? Eigentlich? Nein, ne? Hatte keine Einnahmen, glaube ich, oder? Weil ich habe mir nichts aufgeschrieben. Ich schreibe mal 0 rein, weil ich glaube, da war nichts. Bin mir gerade mal sicher. Ich glaube, ich habe nur was rausgekauft. So, also gut. Oh Gott, hier ist auch gar nichts. Das ist ja echt so demotivierend, ganz ehrlich. Ich nehme mal die abgelaufenen Sachen raus. Das sind wieder Rezepte und Pads aus meinem Nebengeschäft hier. Auch da hat sich gar nichts verkauft gestern. Das ist echt nicht schön. Nicht schön. Oh Mann. Ja, okay. Hier habe ich ein paar Vantus-Rune, habe ich eine gekauft, die war recht günstig. Und ein paar Schlummerseelen-Serum, die waren auch günstig. Sonst ging hier nichts. Auch keine Verträge gekauft gestern scheinbar und keine Einnahmen. Katastrophe, wirklich. Aber ich habe die Tage davor schon hier ein paar Flask eingekauft. Am Montag war das im Livestream, glaube ich. Die waren mal ein bisschen günstiger. Ja, das ist echt nicht schön im Moment hier. Bin nur froh, dass ich die Bronze-Items habe. Da geht wenigstens was. Ja, okay, dann schauen wir hier mal, ja. Gut, also hier. Billig, 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 billig. Das Fassbier, das hat einen Preis, der ist so lala, sage ich mal. Ja, also das ist auch wieder ein Preis, da kannst nichts machen. Der ist mittendrin einfach, ja, ist nichts zum Einkaufen, zu teuer zum Einkaufen. Zu billig zum Verkaufen. Ja, 47 habe ich hier. Durchschnittseinkaufspreis. Ja, nee, also das taugt auch nichts hier im Moment, ja. Dann haben wir hier die Flask. Da muss ich jetzt mal gucken. Die sind auch noch billig. Da habe ich gestern auch eingekauft. Für ein klein wenig drüber sogar. Diese Flask, ja. Ein bisschen was, ein paar Gold mehr habe ich gestern ausgegeben, habe jeweils 2 Stück gekauft. Bei der Schnelligkeit habe ich anscheinend nur eins gekauft. So, und die Vielseitigkeit, das ist die einzige Flasche, die jetzt ein bisschen hochgegangen ist. Ich hatte gestern für 405 ein paar gekauft, 2 Stück, damit ich halt wenigstens ein bisschen was da habe. Ja, also hier haben wir einen leichten Anstieg, aber der ist auch noch nicht so, dass ich sage, muss ich jetzt die 2 Stück, die ich da habe, verkaufen. Schauen wir heute Abend. Dann haben wir hier den Trank. Ja, der ist auch günstig. Ich habe für 117 eingekauft. Auch hier muss ich mal ganz kurz nachgucken. Gemäßigter Trank. Auf Silber. Ja, da sind wir immer noch bei 117. Ja, ich musste ja ein paar teure nachkaufen. Das ist sehr ärgerlich. Also diese Einkäufe hier, die sind ja auch ziemlich teuer. Das ist aber schon eine ganze Weile her. Ja, das war ganz am Anfang.
Ja, und da seht ihr auch, ich habe ein bisschen zu viel eingekauft am Anfang, ja, für zu teuer. Aber da war schon dann der erste Preisabfall, wo ich mir dachte, oh, ist es sehr viel günstiger, da hole ich mal ein paar. Aber leider ist halt dann der Preis immer weiter runtergegangen und es kam auch kein Anstieg mehr zwischendrin an den guten Verkaufstagen. Also hier kann man nichts machen, außer Preise weiter runterdrücken, aber im Moment nicht möglich. Ja, mit keinem Cash kann man nichts machen. Auch hier die Handwerkswaren sind auch alle billig, ja. Alles billig, der schimmernde Splitter ist ein bisschen angestiegen jetzt im Preis. Da liege ich nicht drunter, da liege ich bei 84 Einkaufspreis. Hier musste ich auch ein paar teurere mal rauskaufen, ja. Aber ich liege halt immer noch bei 84. In der letzten Zeit konnte ich noch ein paar günstigere kaufen. Ja, lohnt sich aber noch nicht. 5 Gold gehen weg, 100. 4 Gold kriege ich raus, ja doch, 20 Gold Gewinn würde ich machen pro Stück. Das könnte man doch tatsächlich mal machen. Ich habe halt auch nicht so viele. Also hier schauen wir mal, letzte Woche, Mittwoch, war es teurer. Ja, aber da waren auch die Preise davor viel höher. Also hier haben wir schon einen Anstieg im Gegensatz zu gestern und den letzten Tagen. Ich stelle jetzt mal ein bisschen was rein, weil irgendwo muss das Cash herkommen, auch wenn ich nur kleine Gewinne habe. Ja, interessant, dass das Zeug gleich rausgeht jetzt. Werde mir aber mal noch ein paar aufheben für heute Abend und für morgen. Vielleicht sind dann die Preise noch besser, ja? So, Verzweiflungsakt ist das jetzt. Ein Verzweiflungsakt. So, stumme Seele Serum. Das ist auf 39, das ist auch recht günstig. Schauen wir mal hier. Schlummerseelenserum. Ich habe im Schnitt 21 Gold ausgegeben für das. Da hatte ich aber auch schon ein paar teurere nachkaufen müssen. Die letzten habe ich hier so für um die 50 rausgekauft. Ja, deswegen ist das ist schon ein guter Preis. Da habe ich auch vorhin noch ein bisschen was eingekauft. Mehr kann ich jetzt da fast nicht einkaufen, weil ich habe ja nichts mehr. 900 Gold noch. Oh Mann, ist das nervig, ehrlich. Naja, lassen wir es mal so. Also hier. Hier würde ich jetzt ein bisschen was einkaufen. Ja, ich habe halt auch sehr viele, wie ihr seht. Ich hoffe mal, der Preis, der ballert heute mal richtig schön drauf. Ja, hier würde ich ein paar einkaufen, weil das ist recht günstig für in der letzten Zeit. Kann man es auch hier angucken in der Preisentwicklung. Ah, nee, Quatsch, hier habe ich eine Flaske jetzt. Schlummerseelenserum wollte ich, ja. Also hier seht ihr auch, es ist schon relativ günstig für die Preise in der letzten Zeit, aber. Ja, mal gucken, ob man damit so viel Gewinn rausschlagen kann. Ich weiß nicht. So, die Vantusrune. Vorhin war die noch drin für 900 und ich habe mir noch mal eine geschnappt. Da muss ich jetzt auch mal gucken, was ich hier für einen Durchschnittseinkaufspreis habe. Ich glaube aber, das ist ein ganz guter Preis zum Verkaufen. Gut, ich liege hier immer noch bei 8,63. Ja, relativ niedrig, weil ich da ziemlich viele günstig schon mal kaufen konnte. Dann sind die Preise angestiegen. Da musste ich auch mal eins für 1300 kaufen. Das war jetzt das teuerste. Hier. Ja, und für 1200 und so. Aber jetzt sind wir auf 1800. Das heißt, das nutze ich auf jeden Fall aus und stelle da ein. Also hier seht ihr es auch. Ja, gestern Abend unter 1000 auf 900 rum irgendwas. Und jetzt schöner Anstieg. Das ist wirklich schön. Das freut mich jetzt auf jeden Fall. Da stelle ich gleich ein. Dann haben wir die Verträge. Arati ist ein bisschen angestiegen. Nicht sehr schön. Ich habe für 3,1 eingekauft. Kann ich schon verkaufen. Wir werden jetzt, ja, ich weiß nicht, normal wird mir jetzt kein Preisanstieg mehr bekommen, weil der ja immer Mittwoch ist. Aber letzte ID stiegen die Verträge auch am Sonntag an. Nochmal. Ja, kann sein, steigt hier am Sonntag auch nochmal was an. Aber dann können wir, denke ich, schon vorher Freitag, Samstag nochmal einkaufen. Also ich haue jetzt jedenfalls meinen Arati-Vertrag hier raus. Dann haben wir die Konvent der Tiefen. Habe ich für 1100 eingekauft. Hier haben wir auch einen leichten Anstieg zumindest. Da kann ich auch verkaufen. Habe ich auch noch 14 Stück. Dann haben wir die durchtrennten Fäden auf 1,9. Da habe ich für 1,0 gekauft, ja. Also auch hier kann ich verkaufen. Und dann noch hier Dornogal.
Der ist günstig jetzt. Den habe ich für 3.050 eingekauft. Da könnte ich mir noch welche holen, wenn ich Gold hätte. So was Nerviges, echt. Jetzt muss ich wieder umloggen und irgendwo Gold herbesorgen. 2,9 ist hier mein Einkaufspreis. Aha, da habe ich den ein bisschen senken können scheinbar. Ja, okay, also ich sag mal so, 5 Stück habe ich noch. Dringend müsste es jetzt nicht sein, ja, aber schön wäre es schon. Wobei das komisch ist, dass da heute gar kein Preisanstieg ist. Weiß nicht, vielleicht rentiert sich gar nicht jetzt was einzukaufen. Und, aber vielleicht steigt es auch erst heute Abend. Das hat man nämlich auch teilweise, dass die Verträge erst am Abend im Preis steigen. Auf Bronze vor allem ist es so, ja. So, na gut, also wir stellen alles ein, außer hier Dornogal. Das kann rein, dass hier mal wieder ein bisschen Cash rumkommt, ja. Arati geht rein und Konvent der Tiefen, da schaue ich nochmal schnell nach meinem Preis. 1,1, ja, das passt so. Das ist in Ordnung, da stelle ich auch ein. Und hier haben wir noch, oh, durchtrennte Fäden ist direkt weg. Dann tun wir doch gleich nochmal einen rein. Hab leider nicht mehr viel, ne? Arati habe ich jetzt. Oh nee. Jetzt, das war mein letzter, das war's. Und hier geht natürlich auch rein, weil das ist natürlich super guter Preis. Ja, ansonsten ist hier nicht viel los. Hier neben Geschäft habe ich vorhin schon eingestellt, die Sachen. Also hier auch der Fokus, wie ihr sehen könnt, auf den Verträgen und auf der Vantus-Rune. Was habe ich denn da eingestellt für 3,6? Ach so, ja, das passt, ja. Das war heute früh, war es noch ein bisschen teurer. Ah, ach so, jetzt kapiere ich das. Das hatte schon einen Preisanstieg, aber nur einen kleinen auf 3,6. Für mich ist es aber noch okay, da mache ich schon Gewinn. Das war heute früh um 8 und jetzt hat irgendwer halt wieder billig reingestellt. Also da könnte man jetzt eher was rauskaufen. Ich meine, wenn man die ganzen jetzt rauskaufen würde, könnte man es ja direkt wieder reinstellen. Ja, hat man schon Gewinn. Hätte ich das Gold übrig, würde ich es machen. Für 3.641, da ziehen wir 5% ab. 150, ja ungefähr 200 Gold gehen weg. Dann habe ich 3.400, ja, dann habe ich 400 Gold Gewinn pro Stück, wenn ich jetzt die ganzen hier rauskaufen würde. Aber ich müsste alle kaufen, weil sonst kann ich nicht zu dem Preis einstellen. Ich habe das Gold nicht, nicht mal auf allen Schatz zusammen, wie ihr seht. Also hier, das wäre jetzt eine gute Möglichkeit, ja. Wer das Gold übrig hat, der kann die ganzen rauskaufen und direkt wieder reinstellen. Aber es ist halt schon eine gute Summe, das muss, das seht ihr ja, ja. Durch zehnte Fäden hat sich schon wieder verkauft. Das ist ja interessant. Mein Preis stimmt aber schon, oder? Müssen wir schnell nachschauen, nicht, dass ich da irgendwie viel teurer eingekauft habe und vertue mich gerade. Nee, 1042. Sogar ein bisschen weniger noch, als ich hier stehen habe. Naja, dann kauft sie raus. Ich bin froh über alles Gold, was reinkommt. Passt schon. Hier, überall nochmal nachsetzen. Alles nochmal nachlegen und dann logge ich um und davor wird alles nochmal nachgelegt, ja. Hier natürlich nicht. Hier rauskaufen. Gut, hier habe ich jetzt nichts mehr. Na, was ist denn hier? Hier wird aber ordentlich eingestellt gerade. Bloß nicht falsch einstellen. Ja, da tun wir auch noch mal eins rein. Gut, das war's. Also sonst gibt es hier nichts Überragendes, finde ich. Dann können wir hier auslocken. Auch hier immer wieder reingucken unterm Tag. Nochmal schauen, ob man was rauskaufen kann. Heute früh, heute Vormittag. Und Daumen drücken, dass heute Abend was zum Verkaufen geht. Jetzt nehmen wir den letzten Char. Das ist meine Alinena mit den Items auf der Qualitätsstufe Bronze. Die hat mit Sicherheit was an Einnahmen. Da sind immer Einnahmen. Das ist sehr zuverlässig, ja. Gott sei Dank, wenigstens ein bisschen was geht hier. Hier habe ich gestern noch was Blödes gemacht. Das muss ich euch gleich erzählen im Auktionshaus gleich. Also richtig doof. Ich habe mich so geärgert, ehrlich war. Ja, das war echt richtig ärgerlich, was ich da gestern gemacht habe. So, also hier habe ich ein schönes Sortiment, wie ihr sehen könnt. Ich nehme mal die abgelaufenen Sachen raus, auch hier neben Geschäft auch.
Rezepts und Petten. Nein, Rezepte und Pets. Mein Güte. Ja, wie ihr seht, habe ich gestern hier ein bisschen was noch gekauft. Ja, ein paar Flasken noch, die waren recht günstig, also relativ günstig für eine letzte Zeit. In der Hoffnung, die gehen hoch heute, morgen oder halt dann, wie gesagt, erst wieder am Wochenende, so wie es letzte Woche war für die Casual Raider. Hier eher am Wochenende raiden. Und ein bisschen was konnte ich auch verkaufen. Mantisrunen, ich kann die immer verkaufen. Ja. Also da habe ich ja immer noch was im Vorrat von meinen günstig gekauften. Verträge habe ich auch gestern schon verkauft, weil die sind ja schon am Sonntag auch hochgegangen, also auch auf dieser Qualitätsstufe. Und dann auch nicht mehr abgefallen. Ja. Fassbier ein paar verkauft. Also hier Verträge und Runen hauptsächlich. Ja, Herslon. So, ich nehme die gekauften Sachen raus. 22.000, das ist schön. Und wieder ist das der beste Char. Ja, seit über einer Woche jetzt schon hat der die meisten Einnahmen. Gesamteinnahmen heute ungefähr 25.000. Ja, nicht überragend, aber ja, Hauptsache, es kommt überhaupt was rum. Gut, dann nehmen wir das mal raus. Gesamtgoldstand heute 41.000. Also das schwankt gerade ein bisschen auf so einem niedrigen Level hin und her, weil ich wenig Einnahmen ja habe. Das habt ihr ja gesehen. Und natürlich trotzdem immer wieder, wenn ich was rauskaufen muss. Und hauptsächlich ja nur auf den Bronze-Sachen was geht, ja. Das sind halt schon die Einnahmen auch geringer, aber wenigstens passiert was. Dann gucken wir mal hier. Hier sehe ich gleich ein paar Sachen im Dealfinder. Meisterschaft ist im Angebot. Oh ja, das ist wirklich sehr günstig auf 209. Oh, nee, ich muss jetzt erstmal. Das sind echt genug drin, aber ich nehme mal trotzdem 5 Stück schnell. Schnell, schnell, schnell. Ich muss euch jetzt erst einmal. Schlimmer sind die Serum. Ja, auch günstig. Sonnenloser Panzer ist mir gerade wurscht. Was ich gestern gemacht habe, ja, richtig. Blöd, ganz ehrlich, ich habe sowas Dummes gemacht gestern. Ich habe gestern hier noch mal reingeguckt, gestern Abend, so bevor ich meinen PC ausgemacht habe, ja, weil gestern war ja Einkaufstag und ich habe nicht schön Gold ausgeben können. Also ich hatte hier mit dem Char noch 40.000 K und dachte mir, ja, das ist ja doof, ja, weil eigentlich muss man das ganze Gold ausgeben, damit man dann genug da hat. Also wirklich alles investieren, weil wir kriegen es ja diese ID wieder rein. Zumindest hier mit dem Char bin ich ja sicher, dass ich es reinkriege, ja. Mit den ausgewählten halt, Items halt, ja, nicht mit allen Sachen. Also. So, und dann gucke ich hier und dann sehe ich hier Vertrag der Donegal auf 2,5 K. Dann schaue ich auf meine Liste, für wie viel habe ich den eingekauft und dann stand da 3,0 K. Und dann dachte ich mir, oh, das ist aber günstig und habe 10 Stück gekauft, ja, für 25.000 K. So. Und dann habe ich festgestellt, ja, ich könnte mich so ärgern, echt. Dann habe ich festgestellt, ich hatte die falsche Liste da liegen. Ich hatte nämlich nicht die Liste hier von den Bronze-Items da liegen, sondern von den Silber-Items. Toll! Das heißt, ich habe viel zu teuer diesen Vertrag eingekauft. Ich hatte nämlich nichts mehr, ja. Und da dachte ich mir, ah, den hätte ich halt schon auch noch gerne dann zur neuen ID. Und dann habe ich nicht gescheit geschaut und habe den viel zu teuer gekauft. 3,0 K ist nämlich der Einkaufspreis auf Silber. Das haben wir ja gerade miteinander gemacht, ja. Da haben wir ja gerade geschaut. Auf Silber, wo ich gerade gesehen habe, dass da wieder welche für 3,0 jetzt drin sind. Und hier auf Bronze war mein Einkaufspreis 1,3, ja. Also richtig doof, ehrlich. Das hat mich dann so geärgert. Aber ich dann gleich heute früh reingeguckt, mir gedacht, oh nein, ich habe 25.000 Gold verschwendet, ja. Dann habe ich aber gesehen, der ist schön oben. Gott sei Dank auf 2,9. Das heißt, ich habe für 2,5 eingekauft, mache ich sogar noch einen Gewinn damit, Gott sei Dank. Und deswegen muss ich jetzt diese Dornogal-Verträge auch echt rausballern und loswerden, bevor der Preis wieder runter sinkt. Okay, also das war wirklich richtig unschön, was ich da gemacht habe. Nicht gescheit geguckt. Ja, also man muss sich echt konzentrieren, vor allem wenn man die ganzen Items auf vielen verschiedenen Qualitätsstufen hat, dass man nicht die falsche erwischt.
Also das ist wirklich fatal dann. Jetzt habe ich hier halt meinen Einkaufspreis hochgeballert, ja, auf 1,7 K, aber nun gut, was soll's. Durchschnittseinkaufspreis ist jetzt bei 1,7, ja, weil ich hier diese teuren gestern eingekauft habe. Depperterweise. Nun gut. Ich hoffe halt, ich bringe es jetzt los für 2,9, sonst wird es mich echt ärgern. Die anderen Verträge, ja, die Rune, ja, hier 600 Gold. Also, wie gesagt, da kann ich immer verkaufen, wenn ich für 86 Gold eingekauft habe. Irgendwann gehen aber meine Vorräte zur Neige, ja. Da hoffe ich mal, da kommt mal wieder Billigzeug nach, irgendwann. Vorhin noch eingestellt für 649, 599 ist aber auch okay für mich. Stelle ich natürlich ein. Weil wenn ich sage mal, wenn diese Einnahmequelle hier weg ist, weil ich nichts mehr habe und nichts mehr Billiges nachkommt, dann ist echt doof, weil dann kommt hier auch kein Gold mehr rum. Das wäre wirklich fatal, ja. Konvent der Tiefen auf 2,1, der ist auch angestiegen und da bin ich eh super auch dabei, weil das habe ich für 266 eingekauft und habe hier auch noch genügend, also auch hier einstellen. Dann haben wir den durchtrennte Fäden, da habe ich nichts mehr, ja. Da konnte ich nichts mehr nachkaufen. 2,2 ist der Preis. Preisentwicklung, ja, war gestern auch schon so. Hier Freitag, Samstag war es ein bisschen günstiger, da habe ich aber nichts nachgekauft, weil ich den ja für 377 eingekauft habe. Aber gut, das war halt ein super Schnäppchen. Da werde ich jetzt auch ein bisschen teurer einkaufen müssen, was ja aber kein Ding ist, wenn ich für 700 einkaufe und ich weiß, ich kann es aber für über 2K wieder verkaufen, dann passt es ja auch wieder, ja. Aber das muss ich dann halt am Freitag, Samstag machen. Wie ihr seht, auch hier, Freitag, Samstag sind die Preise gesunken. Ja, also auch auf dieser Qualitätsstufe. Und auch hier am Sonntag wieder angestiegen, interessanterweise. Und ihr seht auch, hier am Mittwoch geht es rauf und am Donnerstag ist schon ein krasser Preisabfall. Also das ist auch normal hier, ja. Deswegen müsst ihr direkt am Mittwoch das Zeug noch verkaufen. Ja, 377. Naja, habe ich nichts. Kann ich nicht mitmachen. Was haben wir jetzt noch hier? Arati noch, 2,9. Den habe ich für 1,4 eingekauft. Da habe ich auch noch reichlich. Also auch hier kann ich schön einstellen. Und da werde ich jetzt auch meinen Fokus wieder heute drauflegen, dass ich immer hauptsächlich hier bei diesem Char schaue, ja. Weil hier läuft es halt einfach im Moment am besten, dass ich die Sachen loswerde. So, jetzt gehen wir den Rest durch. Dealfinder sagt, sonnenloser Panzer auf 10 Gold mittlerweile. Meine Güte, wie weit will das noch sinken? Ich habe schon über 3000 Stück, weil ich immer wieder nachgekauft habe, um meine Einkaufspreise zu drücken. Aber bald macht es schon gar keinen Sinn mehr, ja, weil da kann man ja gar keinen Gewinn mehr machen fast. Naja. Schauen wir mal. Dann haben wir die Meisterschaft. Da habe ich ja gerade welche gekauft, weil die wirklich sehr günstig sind, unter 300. Das ist wirklich sehr günstig. Die Aggression ist auch günstig, auch unter 400, ja. Interessant, heute ist Mittwoch. Aber wie gesagt, Mittwoch kann man meistens nochmal einkaufen am Morgen. Schaut mal, wie stabil hier diese Preise sind mittlerweile. Und dann schauen wir mal, vielleicht geht es dann morgen rauf oder am Wochenende, ja. Also hier habe ich jetzt auch mal ein paar auf Vorrat, das passt schon. Ja, ich nehme mal noch zwei Stück, weil die sind wirklich sehr günstig. Da kann ich ein bisschen meine Preise wieder runterdrücken. Dann haben wir hier die Meisterschaft, habe ich gerade schon gekauft. Schnelligkeit ist hier immer noch das teuerste auf 400. Da kann ich aber auch mal so zwei oder drei nehmen, weil das ist auch relativ günstig im Vergleich zur letzten Zeit. Vielseitigkeit ist auch noch mal ein bisschen gesunken. Das war auch über 400, da nehme ich auch noch mal ein paar. Nehmen wir da auch mal noch so, naja, nehmen wir drei, das langt dann schon. So, ja. Also hier Flask auf Bronze geht was, ja, aber rechnet damit, dass die nicht heute Abend gehen oder morgen Abend, sondern eventuell halt erst am Samstag. So war es jedenfalls letzte Woche, ja. Mit den Casual Items geht halt auch erst an Casual Raid Tagen was. So, dann schauen wir uns den Rest an. Billig, billig, ja, alles billig. Bismut hat wieder einen Normalpreis jetzt. Hier 25 Gold ist ein Normalpreis. Zu dem Preis habe ich es eingekauft.
Da kann man auch immer mal wieder gucken. Ja, ein bisschen drunter bin ich jetzt schon, 24 irgendwas. Ja, das ist ein Normalpreis. Dann haben wir hier das Eisenklauenerz. Ja, da ist halt wieder dieses Schnäppchenspiel hier. Ja, ach, das ist doch nervig, ey. Ist viel zu langsam bin ich. 18 Gold, das steigt jetzt wieder an. Ja, also das ist wirklich hier zu bemerken, dass das wieder ansteigt. Das können wir uns hier auch anschauen. Ja gut, gut. Nee, können wir nicht, weil diese Schnäppchenramscherei macht den ganzen Preisverlauf kaputt. Ja, das sind keine realistischen Preise. Das sind alles diese Schnäppchenpreise, was ihr gerade auch gesehen habt, was wo immer mal eins oder so drin ist. Und die machen hier den gesamten Preisverlauf kaputt. Aber das Eisenklauenerz ist auch sehr abgesunken in der letzten Zeit. Ich habe das für 13 im Schnitt eingekauft, das heißt, und für 22 im Schnitt verkaufe ich, ja. 23. Also das heißt, noch ein bisschen, dann kann ich hier ein paar auch verkaufen. Fassbier können wir verkaufen schon. Das war vorhin auf 17, jetzt ist es ein bisschen abgesunken. Mal gucken, wie es im Laufe des Tages und des Abends ist. Das habe ich eingekauft für 9 Gold. Das heißt, da kann ich ja auch immer einstellen, habe ich ja auch reichlich. Ja, also hier seht ihr auch, da schwanken die Preise auch richtig schön. Das ist wirklich sehr gut. Ah ja, interessant. Da stelle ich jetzt hier mal 5 ein zu dem aktuellen Preis und dann stelle ich hier für 18 aber auch mal noch mal 5 ein. Mal gucken, vielleicht kommen wir da ja hin im Verlauf. So, dann haben wir als nächstes die Flaskammer schon. Immer mal wieder auch in Dealfinder schauen, ja. Ja, Schlummerseelenserum, komm, jetzt hört es halt auf mit den 5 Gold. Schlummerseelenserum nervig da. Machen wir mal weiter. Hier haben wir den gemäßigten Trank jetzt auf 65. Also da, das ist auch so ein Preis, der wieder so mittendrin ist, ja. Ich habe 55 bezahlt im Schnitt. Ja. Verkauft im Schnitt für 80. Also hier haben wir so einen mittelmäßigen Preis. Wenn ich jetzt gar keins hätte, würde ich mal drei nehmen. Ja, aber so, ich habe noch welche. Pff, nee, muss man auch warten. Ist nichts Gescheites jetzt gerade. Dann haben wir den Kristall hier. Der sinkt ja auch immer weiter. Da habe ich auch schon etliche nachgekauft, die ihr gerade gesehen habt im Kasten, wie viel ich habe. Bin auf 45 Gold. Es sinkt immer noch. Ja, also hier haue ich jetzt auch mal die Bremse rein, weil es bringt jetzt nichts. Die Mykopracht, die ist auch relativ billig, das sind so auch meine Einkaufspreise. Mykopracht, schauen wir mal hier auf die Preise drauf. Ich habe auch schon lange nicht mehr nachgeschaut hier. 14 Einkaufspreis, Verkaufspreis 22. Ja, also hier ist noch billig im Moment. Ist auch schon eine ganze Weile so. Dann haben wir den schimmernden Splitter auf 85. Da muss ich auch mal schauen. Hier ist einer. Ah, und weg ist es. Für 50 hätte man den kaufen müssen. Das war ein schönes Schnäppchen. Habt ihr gesehen? Ich war zu langsam. Schimmernder Splitter. Da bin ich auch noch über 100, glaube ich. Ja, 107. Also da muss ich auch noch ein bisschen warten oder halt noch ein paar nachkaufen. Ja. Nee, ich gebe jetzt da nichts mehr aus. So, hier habe ich auch schon etliche aufgekauft für 5 Gold. Das Item, das geht echt selten rauf, deswegen habe ich da auch so viele, weil das sehr oft sehr billig drin ist. Aber manchmal geht es halt auch hoch. Ja, diese Preise, wo es hoch geht, die sind teilweise gar nicht drin, weil es immer nur kurz ist. Deswegen habe ich hier auch viele und verkaufe kaum was, weil einfach das zu kurz ist, ja. Also da müsst ihr immer wirklich dabei sitzen und Berserker-Modus machen dann. Aber die werden auch gar nicht so viel rausgekauft, muss ich sagen. Die scheinen nicht so beliebt zu sein, diese Schlummerseelenserum. 8,6 Einkaufspreis, 15,0 Verkaufspreis. Ja, geht schon. Also ist jetzt nicht der Hit, aber Hauptsache, es kommt irgendwie Gold rein. Ja, abwarten hier. So, dann haben wir den sonnenlosen Panzer, haben wir uns gerade schon angeschaut. Sturmstaub auf 13. Ja, toll. Super. Für 38 habe ich eingekauft und habe auch schon 800 Stück. Das ist ja toll.
Nicht. Ach so, das war Schnäppchenmarkt. Ah, jetzt bin ich schon stocknecht. Weil das wäre ja schon extrem gewesen mit dem Preisverfall. Ja gut, das ist immer noch 10 Gold billiger, ja. Aber auch hier, da ballere ich jetzt nichts mehr rein. Da warte ich jetzt mal schön ab. Möglich, dass jetzt auch die Handwerkswaren mal wieder ein bisschen hochgehen, wenn die Leute neues Gear bekommen. Ja, schauen wir mal. Ich hoffe es zumindest. Ja, und damit sind wir hier durch. Also hier seht ihr auch, was geht hier heute. Da, wo ich die grünen Häkchen drin habe, da kann man verkaufen. Durchtrennte Fäden könnte man auch verkaufen, wenn man hätte, ja. Ja, ich setze hier überall nochmal was nach und dann bin ich da auch durch wieder. Und dann werde ich auch meinen Fokus heute auf diesem Char auch wieder lassen. Okay, im Moment ist gar nichts los, sehe ich, weil diese Vantus-Runen verkaufen sich normalerweise schon immer auch am Vormittag. Aber heute Vormittag ist ja gar nichts los, scheinbar. Naja, warten wir auf später. Also hier lege ich meinen Fokus drauf, weil hier ist das Gold, liegt das Gold rum. Hier kann ich was reißen, hier kann ich was verkaufen und kommt gut Kohle ran. Aber ich muss mich halt ranhalten und immer wieder einstellen, weil ihr seht, die Konkurrenz ist halt auch da. Ja. Und wenn da nach dir eingestellt wird, dann sinkt deins immer weiter runter und dann wird deins nicht gekauft. Gut, das war's. Ziemlich mager, ne? Im Moment. Ja, aber wie gesagt, kann man nichts machen. Haltet euch an die Sachen, die gut gehen. Welche Sachen gut gehen, habe ich euch jetzt ausführlich alles gesagt, ja. Hauptfokus hier drauf. Bronze, Items, Verträge, Runen und was vielleicht noch mit den Flask heute Abend, morgen oder am Wochenende geht. Immer mal nach Schnäppchen gucken, aber nicht zu viel einkaufen. Preise runterdrücken, erst dann, wenn ihr seht, der Preisverfall hört auf, ja. Erst wenn der aufhört. Wir können uns hier mal beim Sturmstopp auch nochmal anschauen, die Preisentwicklung. Ja, seht ihr, also gut, hier ist, das nervt. So kann man nichts rauslesen, wenn hier nur diese Schnäppchenpreise hier als täglicher Preis genommen werden. Das ist ja gar nicht so, ja. Der Preis ist ja 28 und nicht 13. Das ist dieses Schnäppchenramscherei. Also das finde ich wirklich nervig, dass hier diese Preisverläufe kaputt gemacht werden damit und man nichts mehr rauslesen kann. Da hilft nur selber aufschreiben, ja. Okay, also ich wünsche euch auf jeden Fall ja, viel Spaß, gute Einnahmen, auch wenn ihr raiden geht oder so, dann guten Loot natürlich und so. Und ja, hier habe ich noch ein bisschen was gekauft, das nehme ich auch gleich mal noch raus. Und was soll ich sagen, genau, wir sehen uns ja morgen wieder live auf Twitch. Also wie gesagt, diese Woche nicht am Freitag, zweiter Live-Tag, sondern am Donnerstag, also morgen schon um 10 Uhr Vormittag, wie immer. Ja, schaut gerne vorbei, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich schiebe jetzt hier mal noch schnell ein bisschen Gold drüber, ja. Der Todesritter braucht, glaube ich, so ein bisschen was, zumindest mal 10.000. Irgendeiner hat jedenfalls gerade Gold gebraucht. Ich weiß nur, welcher es war. Ach nee, ach, keine Ahnung. Jetzt liegt jedenfalls was drin. Ich habe hier auch noch, nee, habe ich nicht, 13.000 nur noch. Oh Gott, ist das übel. Ja, weil ich diese Verträge, oh Gott, ich muss unbedingt diese zu teuer eingekauften Verträge loswerden, weil sonst sinken die Preise wieder und dann habe ich keinen Auftrag mehr hier, ja. Das wäre fatal. Also die hier, die muss ich unbedingt loswerden. Ne, die da waren es, die hier waren es. Hier die Dornogal, die ich für 2,5 eingekauft habe. So ärgerlich, aber jetzt muss ich es dringend loswerden und ausnutzen, dass sie auf 2,9 sind. Naja, ich wünsche euch viel Spaß, viel Erfolg und wir sehen uns dann morgen wieder live auf Twitch. Bis dann, tschüss.